Autofahrer hatten keine Chance gegen die Sturzfluten, die die Touristenregion in wenigen Minuten völlig überraschend überschwemmten. Der kleine Fluss Salach trat an mehreren Stellen über die Ufer, Brücken wurden unpassierbar. Das Glemmtal befindet sich südlich von Salzburg und ist eine beliebte Urlaubsregion. Bis zu 5000 Menschen waren zwischenzeitlich von der Außenwelt abgeschnitten, gut die Hälfte von ihnen Urlauber. Für drei Gemeinden wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Ein Hotelier gab per Handyvideo Lebenszeichen. Unsere Gäste sind alle im guten Zustand. Wir haben nur Wanderer, Radlfahrer, Familien aufgenommen über Nacht. Die Schäden werden am nächsten Tag deutlich. Überall Schlammlawinen, festsitzende Autos. Bei Hinterglemm wurde gar ein Stück Straße weggespült. Rettungskräfte können oft nur mit schwerem Gerät Dreck und Geröll wegräumen. Wir seitens der Feuerwehr sind dabei, Keller auszupumpen. Haben mittlerweile 8 Feuerwehren da aus der Umgebung dazu alarmiert. Und die Pumpen laufen nonstop, um nicht nur Keller, sondern auch Garagen wieder frei zu bekommen. Immerhin, Verletzte oder Vermisste gibt es nach dem extrem heftigen Sturzregen nicht. Kaum zu glauben angesichts dieser Augenzeugenvideos.